hast, Dominik. Nein, Sie haben sich nicht im Programm vertan. Vielmehr herzlich willkommen zu einer rekordverdächtigen Sternstunde, in der es um unbedingten Siegeswillen geht, um absolute Leibesbeherrschung, die Logik des Gelingens, kurz um mit das Schönste, was eine moderne Existenz zu bieten hat, den Sport und seinen Beitrag zu unserem Lebensglück oder auch Unglück. Erkunden will ich diesen mit der Abfahrts-Olympiasiegerin von 2014 und aktuellen Delegierten des Stiftungsrates der Schweizer Sporthälfte, Dominique Giesin, sowie der Schriftstellerin und einstigen Leichtathletik-Weltrekordhalterin, damals noch in der DDR, Ines Geipel. Schön, dass Sie da sind. Frau Giesin, wir haben gerade die Szene nach Ihrem Olympiasieg gesehen, der Höhepunkt einer jeden, sicher auch Ihren Sportlerexistenz. Was oder wer hat Sie eigentlich damals auf die Knie gezwungen? Mein Großvater hat mich auf die Knie gezwungen. Die Geschichte ist an und für sich eher eine traurige. Mein Großvater lag im Sterben. Und ich wusste, dass es wahrscheinlich das letzte Rennen ist oder der letzte Großanlass, den er wird miterleben dürfen. Und das hat dann schon noch mal spezielle Kräfte freigesetzt. Und als ich dann dort im Zielraum stand, war es wahrscheinlich das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich einfach vergessen habe, dass ich gefilmt werde. Und ich hatte einfach dieses unbedingte Bedürfnis, nach Hause, also zu meinen Großeltern, anzurufen und diesen Moment des Glücks mit Ihnen zu teilen. Sie haben ja in Ihrer Karriere auch eine gewisse Rolle gespielt und haben Sie stark mitgefördert und mitbetreut, nicht wahr? Die Großeltern. Ja, absolut. Meine ganze Familie. Also mein Großvater war der erste Skiverrückte, der diesen Virus in die Familie gebracht hat. Und während meiner Verletzung konnte ich immer bei Ihnen wohnen, weil Sie leben gleich neben der Klinik. Und deshalb war diese Verbindung auch so stark, weil Sie diese schweren Momente so viel erlebt haben. Sie haben über diesen Lauf auch etwas anderes gesagt, diesen Lauf von Sochi. Das heißt, ich habe alles so erwischt, wie ich es wollte. Besser kann ich nicht. Dafür habe ich gelebt. Da scheint ja schon so eine Art Essenz des sportlichen Daseins auf. Das Streben nach Exzellenz, die Suche nach Perfektion und auch diese Konzentration eines gesamten Daseins, einer Biografie in einem Moment. War das damals im Starthäuschen vielleicht Ihr Gefühl, jetzt oder nie mehr? Ja, 100%. Ich war am Start, ich war todmüde, weil ich einfach gespürt habe, wie viel Energie es benötigt hat, um nochmals diesen Moment zu erleben. Und ich war sicher, dass es eine Medaille gibt. Ich war nicht sicher, dass es Gold gibt, aber ich war sicher, dass es eine Medaille gibt. Und dann im Ziel dieser kurze Moment der Reflexion, auch mir selbst bewusst zu werden, war es das? War es wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe? Und dann war die Antwort ja. Und erst dann kam der Blick eigentlich aufs Leaderboard. Ja. Frau Geipel, das muss Sie ja nicht nur als ehemalige Sportlerin, sondern auch als Schriftstellerin besonders interessieren. Diese dramatische Verdichtung einer Biografie in einem Moment, fast schon diese gewalthafte Konzentration von 25 Jahren Training auf einen Moment. Anders als im Sport kann man das in unserer Gesellschaft eigentlich so gar nicht mehr erfahren, oder? Zunächst erst noch mal herzlichen Glückwunsch. Ja, also das ist ja immer unendlich berührend, ja, so ein perfektes Gefühl in sich, aber eben auch so einen Lauf abzuliefern vor aller Welt. Und Sie schildern ja auch noch mal, was es für Sie persönlich bedeutet hat in der Sekunde. Und na klar, ist das im Grunde die Öse, ja, durch die jeder Athlet in gewisser Weise, ob es nun 100-Meter-Lauf im Stadion sind oder Sie, muss und wenn es gelingt, durch die Öse zu kommen und so glanzvoll, ist es wunderbar. Klar, es ist ja auch ein Körpergefühl und ein Seinsgefühl in dem Moment und eine Konzentration, eine Fokussierung auch. Ja, also das jetzt gilt's und du musst es liefern und das kann eine Sehnsucht werden, eine Sucht werden. Es kann im besten Fall das große Glück oder eben mitunter danach das wirklich große Unglück werden. Also die Amplitude ist einfach im Sport sehr groß. Und auch die Osmose zwischen Publikum und der Austausch zwischen, ja, zwischen beiden. Wenn wir von diesen Exzellenzmomenten, vielleicht sogar Verzückungsspitzen, wie Nietzsche das nennen würde, sprechen, schauen wir mal an, wie das in Ihrer Karriere war. Da gibt es auch so einen großen Moment. Lang, lang ist her. 1984 in Jena. Über 100 Meter auf.
aufstellen? Naja, es ist ein Club-Staffel-Weltrekord. Der bis heute ja, steht? Ja, 42,20 damals ist dann nochmal korrigiert worden. Und ja, also das hat funktioniert über die Wechsel. Also das war ganz, wenn man das nochmal sehen würde, der erste Stab fliegt förmlich. Und du kannst natürlich in den Wechseln unheimlich viel Zeit gut machen, ja. Das ist jetzt ein Weltrekord, der so nicht mehr Bestand hat, weil Sie darauf Wert gelegt haben, dass Ihr Name aus den Rekordbüchern gestrichen wird, weil er Ihrer Ansicht nach, Ihres Wissens nach, durch Doping miterzählt wurde und möglich gemacht wurde. Ja, es ist noch absurder. Der Rekord gilt immer noch, aber er ist heute ein 3x100-Meter-Weltrekord mit Sternchen. Ich bin das Sternchen geworden nach einer relativ langen Auseinandersetzung mit dem Leichtathletikverband, der diese Streichung nicht wollte. Ich habe dann gesagt, das jetzt gehe ich juristisch dagegen vor, weil da liegt ja ganz viel auf dem Tisch, ja, dieses Staatsdoping, 14-Punkt-Staatsplan, 14.25 zu Zeiten der DDR, es war alles geklärt in dem Moment, als ich das wollte und gesagt habe, das war nicht okay, die Athleten in der DDR hatten keine Chance, aber trotzdem muss es ja, wenn man heute in einem Stadion starten will und es wird so eine Zeit logischerweise angezeigt, stimmen. Das ist ein ethisches Maß, so ein Rekord. Und ich dachte damals, als ich das gemacht habe, okay, das ist jetzt eine Vorlage für den Verband, aber eben auch für alle anderen. Die sich melden können. Ja, also ich habe nicht, es war jetzt keine Forderung, aber ich habe gedacht, okay, wir gehen jetzt gemeinsam los. Das war eine Diktatur, es war ein Staatsdoping, es ist klar, es liegt alles auf dem Tisch, die Akten sind, es gab die Prozesse. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch in diesem Kampf um die Entschädigung für die sehr kaputten gemachten Athleten. Also es gab so diesen Impuls zu sagen, jetzt mal hier plane Erde, wir machen uns sauber und geben es für die Kommenden, für die Jungen, die jetzt starten, frei. Aber es wurde eine ziemliche Bauchlandung. Wie gesagt, jetzt gibt es diesen merkwürdigen, also das ist Aufarbeitung im deutschen Sport. Ihr Projekt war ja nicht nur das einer Aufarbeitung dieser Doping-Vergangenheit, deren Teil Sie sein mussten damals, sondern auch eine schriftstellerische Aufarbeitung, wie Sie das nennen, der Schattenseiten, einer Schattenarbeit über den Sport. Und ein Kerngedanke, der Ihr Schreiben antreibt, ist der, dass der Sport ein stilprägendes Leistungsparadigma der modernen Gesellschaft ist. Was genau meinen Sie damit? Naja, wir hören mit Ihnen sozusagen den Sonnenraum oder ja, die Glücksgeschichte. Und das nehmen Sie ja auch mit als Erfahrung, als Lebensgefühl, all das. Das ist wunderbar. Aber wenn man sich, also ich glaube, die Realität des Sports, des Business-Sports, muss man schon auch um diese Schattenseiten erweitern. Und das ist ja das, was uns auch immer zu den Atem nimmt, wie viele nach diesen ja, vielen Jahren Hochbelastung am Ende des Tages aus diesem System rausfallen und vollkommen kaputt sind. Das muss nicht immer nur Doping heißen, sondern das kann ja auch diese enorme Belastung über viele, viele Jahre im Sport heißen, im Hochleistungssport. Und deswegen war der Ansatz zu sagen, nicht nur dieses Staatsdoping ist sozusagen ein Mahnmal und wir sagen, das darf nie wieder passieren, sondern wir müssen eben auch schauen, was am Ende des Tages aus dem Sport rausfällt, also wie es den Athleten geht. Also dieser Ansatz, Sportgeschädigte, also nicht nur die schönen Bilder, sondern eben auch den Riss oder die bittere Erfahrung für viele danach. Also das sieht oft nicht gut aus. Ich bin noch viel mit Athleten im Gespräch, die eben nicht mehr aktiv sind und das ist Hard Stuff. Wenn man Ihre beiden Bücher nebeneinander hält, allein schon vom Titel. Ihr Buch, Frau Giesin, trägt den Titel Making It Happen, wie man etwas gelingen, geschehen lässt. Ihr Buch trägt den Titel zum Thema Seelenriss. Da geht es um Doping und Leistungssport. Können Sie denn verstehen, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, was mit diesem Seelenriss, was mit diesem Druck, vielleicht auch mit der depressionsnahen Leistungsdruckerzeugung im Sport gemeint ist? Ja, absolut. Ich glaube, gerade eben auch meine Biografie war geprägt von vielen Momenten, in denen mein Weg auf Messerschneide stand. Und ich weiß auch, dass es auf beide Seiten hätte kippen können. Ich hatte auch unheimlich viel Glück, dass es am Schluss mit diesem Ende so ein schönes Ende nahm. Aber
ich bin überhaupt nicht der Mensch, der die dunklen Seiten ausblendet. Ich habe sehr viel erlebt. Ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die diesen Weg mit mir gegangen sind, die heute an einem ganz anderen Ort stehen im Leben. Ich glaube, es ist eine Lebensschule. Ich bin davon überzeugt, dass es das ist. Aber wie jede Schule kann es positive, aber auch negative Auswirkungen auf einen Mensch haben. Und es kommt auch ganz darauf an, in welcher Sportart man ist, zu welcher Zeit, in welchem Milieu, in welchem Umfeld, wie die Familie einem trägt oder nicht trägt, wie vielleicht die Kollegen, die Freunde einen tragen oder nicht tragen. Das ist so eine individuelle Erfahrung. Und es ist ein Haifischbecken. Am Schluss ist es ein Haifischbecken. Einerseits ist das ja bestimmt wahr, dass es sehr individuell geprägt und bestimmt ist. Andererseits, Frau Geipel, legen Sie schon Wert darauf zu sagen, die DDR und das Sportsystem der DDR, das war in der Logik des Systems angelegt. In der DDR-Sportförderung kam die gesamte Überwachungs- und Leistungslogik des Systems zu sich. Und Sie würden auch sagen, glaube ich, dass der Spitzensport heute so eine Art, wie würde man das sagen, neoliberales Leistungsparadigma am beispielhaftesten verkörpert, oder nicht? Absolut. Also wir haben ja schon gedacht, nach 89, es ist möglich, das anzuschauen als Blaupause und ein Resümee zu ziehen und dann tatsächlich eine Sportpolitik so aufzulegen, dass das nicht wieder passiert. Und das kann man auch heute mit gutem Gewissen nicht sagen. Da sind wir nicht. Und das hat natürlich verschiedenste Ursachen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie sich der Sport in den letzten 20, 30 Jahren auch verändert hat, so als moderne Ersatzreligion, ja, für liberale Gesellschaften. Also, und das heißt, dass die Gesellschaften im Grunde gar nicht hinschauen. Ja? Da ist im Grunde wie so ein, Sie sagen Haifischbecken, mein Bild ist immer so, man kommt in so ein Hotel und da steht immer so ein Fischbecken und da schwimmt immer was, es sieht bunt aus und der eine verkriecht sich, der andere ist ein bisschen höher, der andere ein bisschen tiefer, aber es läuft so mit. Und der Sport läuft in der Gesellschaft so mit. Ja? Also er wird tatsächlich, obwohl er hochpolitisch ist, obwohl es um so viel Körperkonzept geht, um praktisch den modernen, also diese Idee des modernen Menschen, ja, der ja da so ganz fokussiert gemacht wird, drückt man sich, also kriegt er immer so einen Sonderraum, so eine Sondererzählung. Ja? Und das ist natürlich fatal, dass wir das nicht schaffen, zusammenzubekommen und damit natürlich auch nicht wirklich glaubwürdig junge Leute. Und das, glaube ich, muss man sich vor Augen halten, dass es immer um ganz junge Seelen geht, ja, die da reingehen mit ihrem Glauben, ihrem Talent, ihren Hoffnungen, mit ihrem Traum, ihrem riesigen Traum, einmal Olympia, einmal Olympiasieg. Und wie ist es denn? Wie ist die Bilanz aus dem DDR-Sport, wenn man das ernst nimmt? Ein Olympiasieg, es gab ja nun sehr viele im DDR-Sport, 150 verbrannte Kinder, ja, Seelen- und Körperverbrannte Kinder. So, das ist so der Zahlenschlüssel. Und das ist natürlich eigentlich no way, aber es passiert zu wenig, als dass wir wirklich sagen könnten, das ist wirklich Vergangenheit. Es ist nicht Vergangenheit, es ist immer noch sehr Gegenwart. Frau Giesing, Sie sind jetzt für die Schweizer Sporthilfe aktiv. Ihre Mission ist es, Weltklasse-Athleten, Olympiasieger zu erzeugen, zu unterstützen. Diese Quote von 1 zu 150, eine Person auf der Spitze der Pyramide, 150 biografisch stark geschädigte Person. Würden Sie sagen, das stimmt oder ist das wirklich für die Schweiz keine realistische Quote? Puh, das finde ich eine sehr schwierige Frage, die man nur mit einer vernünftigen Studie beantworten könnte. Ich würde sicher nicht sagen, dass wir keine gebrochenen Biografien in der Schweiz hier haben. Ich denke, das Spitzensportempfinden der Schweiz ist anders als im Ausland. Wir haben diesen Heldenkult schon sehr weniger, als es in anderen Ländern der Fall ist. Das drückt sich auch dadurch aus, dass wir kaum Staatsförderung des Spitzensports haben, was ich was sehr Positives finde. Deshalb aber auch diese privaten Stiftungen, Organisationen oder eben über Swiss Olympic, über die Sportverbände, dann die Unterstützung der Athleten erfolgt. Ich glaube, diese Trennung der Gewalten, wenn man das so sagen darf, finde ich sehr positiv. Es hat aber natürlich auch Schattenseiten. Das ist auch ein System, das sehr schwierig ist für die Athletinnen und Athleten. Gerade im Konkurrenzkampf
weltweit mit anderen Athletinnen und Athleten, die andere Voraussetzungen haben. Auch weniger abgesichert wirtschaftlich, nicht? Ganz genau. Und die natürlich gerade in Randsportarten, in denen die Wirtschaft nicht mithilft, dann völlig komplett andere Trainingsbedingungen haben. Dafür setze ich mich ein, dass wir gerade in der Schweiz auch die Randsportathletinnen und Athleten ein würdiges Leben bieten können, dass sie wenigstens einen Monatslohn haben, der sie über die Runden bringt, dass sie nicht sich Gedanken machen können, wie bezahle ich meine Miete. Das ist meine Mission. Die gebrochenen Biografien, ja, die werden wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad immer dazugehören. Es ist eine sehr harte Schule. Es kommt total darauf an, wie ich vorher gesagt habe, auf so viele Parameter, wo dein Weg hinführt. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele Biografien, die nie diesen Olympiasieg erreicht haben und trotzdem nicht gebrochen sind, die unheimlich viel Positives aus diesem Leben mitnehmen konnten für ihr zweites Leben. Man sagt es ja immer so, der Sport ist auch eine Schule für das Leben, ist auch eine Feier des Lebens. Was würden Sie denn sagen, sind die Dinge, die man in einer sportlichen Existenz wirklich in die Existenz nach dem Sport mitnehmen kann? Es wurde vorher von Amplitude gesprochen und ich glaube, das ist schon etwas, was den Spitzensport auszeichnet. Diese extremen Emotionen, im Guten wie im Schlechten. Und gerade in einer Sportart, wie ich sie erlebt habe, mit 40, 50 Wettkämpfen auf höchstem Niveau pro Saison, da bist du am einen Tag in den Wolken und am nächsten Tag bist du am Boden zerstört. Und ich glaube, diese Spannung auszuhalten als Mensch und einen Weg zu finden, darin etwas Positives oder wenigstens etwas Aushaltbares zu kreieren, das ist ein großer Mehrwert. Wenn man es schafft, für sich selbst ein Konzept zu finden, das diese Spannung aushält. Darf ich da kurz nachfragen? Weil das klingt ja jetzt nach einer Beschreibung wie von absoluter Euphorie und Depressionen. Als ob man im Sport lernen würde, mit diesen beiden Amplituden gut umzugehen. Man könnte sagen, gutes Leben zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es gemittelt ist, dass es sich niemals auf diese Extreme einlässt. Das wäre ein griechisches Ideal des guten Lebens. Ja, also ich glaube, im Hochleistungssport die Geschichte mit dem griechischen Ideal ist eine große Frage. Ich würde vielleicht auf diese Belastungsamplitude auch noch mal gehen wollen. Also die Emotion, ja also mit der großen Auspegelung. Aber also normalerweise sind wir doch als Hochleistungssportler enorm faul, würde ich denken. Also wir sind in so einem Krokodilszustand, eben weil wir wissen, dass es irgendwann am Tag immer sehr weh tut. Also man versucht ja im Grunde, diesen Schmerz zu vermeiden. Und was man mitnimmt, ist, glaube ich, so diese Krokodilsexistenz. Also du liegst eigentlich immer rum. Also das Dämmern, hast, das lange Meine. Das lange Dämmern und dann praktisch dieses Zuschnappen können, weil du dich unwahrscheinlich trainieren musst auf die Fokussierung, also dieses Abfragen in dem Sinne Leistung, ja, also oder der Belastung. Und wenn du das über viele Jahre machst, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das so angenehm ist. Ich würde gern zum Beispiel, wenn der Verlag sagt, am 30. März gibst du das Manuskript ab, dann weiß ich noch Mitte Februar nicht, ich würde sagen, garantiert nicht. Und ich gebe es immer am 30. März ab. Es ist für mich selber schon unangenehm, also wo ich so denke, ich möchte gern mal 3 Wochen verschlampern oder so. Ich kann es nicht, ja, so, also dieses auf den Moment da sein oder auch vor so einer Sendung, dass man noch in der Maske denkt, bitte keine Frage, und dann sitzt man da und redet doch, ja, so. Also das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, die schleppt sich so übers Leben dann. Also das hat man irgendwie dort in diesem Raum des Minimums und Maximums irgendwie mitgenommen, so. Ja. Ihre Biografie ist ja jetzt auch deswegen besonders interessant, weil sie alles andere als ein geradliniger Weg zum Erfolg war. Von Ihnen gibt es denn Zitate, dass Sie sagen, diese frühen Verletzungen, Sie hatten von 13 bis zum 18. Lebensjahr 5 Operationen, das hätte Sie gerettet in gewisser Weise. Wovor eigentlich gerettet? Ja, ich glaube, ich war schon so ein Wunderkind. Ich war sehr jung, sehr schnell, sehr gut. Ich war aber auch sehr speziell. Also für heute ist das schwer zu erklären, weil es mir niemand mehr glaubt, aber ich war ein klassischer Nerd.
Also ich glaube, Sport war das einzige Schulfach, in dem ich nie eine 6 hatte. In der Schweiz ist 6 die beste Note. Und, wie eine 1 in Deutschland. Ja, sorry. Und ich war so ein klassischer Nerd. Ich habe am liebsten Mathe gemacht und in die Schule. Und ich hatte kaum Kollegen. Und der Sport war für mich dann dieses Gegenpol, in dem es um viel Instinkt ging, um viel weniger Rationales, viel mehr Erleben, viel mehr Leben. Und das war auch ein Teil meiner Familie, die alle sehr sportbegeistert sind. Und das hat mich extrem geprägt als Kind, diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Welten, die irgendwie nicht zusammenpassten. Also ich konnte ja dann auch, wenn ich mit dem Team unterwegs war, habe ich nicht gesprochen, wie ich sonst spreche. Also es war dann total komisch für mich. Mhm. Und durch die Verletzungen hatte ich dann wie die Möglichkeit, auch diese anderen Welten intensiver zu sehen, weil der Sport war auf einmal weg. Ich habe dann mit meiner, ich habe angefangen zu fliegen, ich habe Freunde kennengelernt aus anderen Kulturkreisen oder auch ein bisschen anderen Welten. Und das hat meinen Horizont, glaube ich, sehr stark geöffnet und auch das Erlebnis, dass eben Sport nicht nur das Einzige ist in meinem Leben. Ich wusste immer, es gibt einen Plan B, es gibt etwas anderes, was danach noch kommt. Hm. Und deshalb würde ich das schon so sagen, dass das für mich unheimlich eine wichtige Erfahrung war, diese Verletzung. Das ist ja einerseits so ein Ideal, fast ein Renaissance-Ideal, der geistige, aktive Athlet. Das ist so, wie wir uns einen Menschen vorstellen. In der konkreten Sportförderung ist es ja heute aber so, und das ist eigentlich ein DDR-System, immer früher wird auf die Kinder zugegriffen, die biografisch immer engere Kontexte erleben. Fußballer sind ab 12 im Internat, haben nur noch mit Fußballern dort zu tun. Wie würden Sie denn sagen, war Ihre Erfahrung auch so, dass Sie mit dem Talent, das Sie hatten, früh abgezogen wurden in eine Sportwelt, in der Sie dann eigentlich nur isoliert existiert haben? Na gut, also ich glaube, meine Geschichte fällt aus dem sowieso ein bisschen raus. Ich war sehr spät, ich war in einem Spracheninternat und komme sozusagen von der anderen Amplitude. Und weil ich da so unglücklich war, bin ich immer über die Felder laufen gegangen und habe da so meinen inneren Knoten ausgerannt. Also, und dieses Gefühl, doch, du kannst so schnell laufen, dass du dich verlassen kannst, ja, so, oder so weit springen, dass du aus dir herausspringen kannst. Und dieses Körpergefühl auch praktisch raus aus dir zu sein, das hatte was mit einer inneren Not zu tun, das war toll, das wollte ich haben. Und das war irgendwann dann schon auch dieser Moment von Sehnsucht und Sucht, ja, so oft wie möglich, wie raus aus dir. Und das hat auch was mit jung und du hast keine Sprache, um deinen Zustand irgendwie, Selbstfindung ja, in der Jugend auch, natürlich, würde ich sagen. Ich glaube, dass man das wirklich auch bei dem jetzigen, wenn wir über diesen Effizienzsport sprechen, sehr, sehr bedenken muss, dass man den Athleten wie ihre Umwege nicht gestattet, die so wichtig sind. Ja, diese Erfahrung eben auch mal eine Operation, also man wünscht nicht eine Operation, aber in der Operation macht man ja, in der Zeit, ja, der Rekonvaleszenz, macht man ja eine Erfahrung mit sich auch. Also dieses vollständig kontrollierte Leben so früh, wo du ja nie auch mal ein Stück mit dir authentisch sein kannst. Das ist doch furchtbar, das ist doch einfach furchtbar. Ja? Also wie kannst du dann eine freie Leistung dir irgendwie in dir abrufen? Das geht doch gar nicht. Das ist ja Ihre Frage, ist, dass wir wieder und erneut in diese Verzweckungsmodelle so sehr gehen. Ja? Also dieser vollständig verzweckte Körper. Und eigentlich wussten wir das vor 10, 20 Jahren mal, dass das kein Modell ist, das trägt. Jetzt sind wir wieder vollständig drin. Ja, jetzt ja, sozusagen diese Sportreform, die da läuft in Deutschland, hat genau das als Grund. Ja, so früh wie möglich, effiziente Wege, Lehrer, Trainer, also in der Zeit des Trainings hast du eigentlich gar keinen Unterricht mehr und so weiter und so fort. Das hat so mehrere Etagen und das kann nicht gut sein. Frau Giesin, Sie sind ja jetzt auch in der Schweizer Sporthilfe und machen sich sicher Gedanken, wie Förderungssysteme am effektivsten funktionieren. Meine Erfahrung mit Menschen, die in solchen Systemen leitend tätig sind, da gibt es so zwei Schulen. Die einen sagen, wir brauchen eine breite Persönlichkeit, das ist gut für den Sport. Die anderen sagen, wenn du wirklich Weltklasse sein musst, dann gibt es 12 Stunden das und nichts anderes. Wie ist das bei Ihnen? Ich glaube,
das Wichtigste ist Mensch sein. Und Mensch sein ist manchmal das eine, aber manchmal auch das andere. Und je nach Charakter ist der eine Weg der richtige oder der andere Weg. Und ich glaube, das ist die ganz, ganz große Aufgabe eines Coaches, eines Trainers oder jemand, einer Betreuerperson, zu erkennen, welcher Weg für diesen Athleten oder diese Athletin der richtige ist. Weil ich bin auch ein Freund des dualen Weges, der momentan in der Schweiz ganz groß geschrieben wird, wo man versucht, die Athleten parallel auszubilden, dass sie eine Matura machen können, dass sie nachher an eine Uni können, dass sie eine Ausbildung machen können, ein KV, eine Lehre, was auch immer. Ich finde das unheimlich wichtig. Aber man muss auch ehrlicherweise zugeben, dass vielleicht nicht jeder Mensch, der so eine Riesenportion Talent bekommen hat, auch noch so eine Riesenportion Intelligenz oder Interesse oder was weiß ich für Mathematik oder Philosophie oder Sprachen mit auf den Weg bekommen hat. Und darum finde ich es ganz schwierig zu sagen, das ist der richtige Weg für alle Athletinnen und Athleten, weil es gibt auch einfach Athletinnen und Athleten, die haben dieses ganz, ganz große Talent. Und da finde ich, muss man ein Minimum an Bildung mitgeben, auch möglichst lange mitziehen. Aber ist es dann fair, diesen Menschen zurückzuhalten, nur weil er dieses zweite Talent oder dieses zweite Interesse oder was auch immer nicht mitbekommen hat? Ja, aber es ging ja um diesen Punkt, dass praktisch ein System so in eine Richtung fokussiert wird. Ja, also das eine systemische Verarmung. Genau, das ist natürlich nicht. Das finde ich auch total schade. Da bin ich total ihrer Meinung. Aber was ich sagen will, ist, dass ein System komplett in die andere Richtung wahrscheinlich auch nicht das Gelbe vom Ei ist für jeden und jede Einzelne. Weil es diese Inselbegabung auch gibt und man sie auf dieser Insel am besten kultivieren kann. Vielleicht. Ich wage die These in den Raum zu stellen. Wir haben ja jetzt nun zwei Weltklasse-Begabungen vor uns. Und dieser Begriff des Talentes ist ja ein ganz unklarer Begriff. Haben Sie denn eine Erinnerung, wo Sie zum ersten Mal für sich selbst auch begriffen haben, die Frage geht an Sie beide, wow, ich bin nicht nur gut, ich bin nicht nur sehr gut, ich könnte in dem, was ich tue, einer der Besten der Welt werden? Ich glaube, bei mir war es so. Wir haben nämlich ein Kinderbild eingespielt von Ihnen, wo man schon sieht, dass Sie zumindest, bevor Sie laufen konnten, auf den Skiern stehen. Das ist sehr früh mit Ihrer Mutter. Also das hat früh angefangen, aber irgendwann gibt es ja den Moment, dass man denkt, ich kann nicht nur gut Skifahren, ich habe ein besonderes Geschenk, eine besondere Fähigkeit. Ja, ich war eben nicht besonders sportlich begabt. Ich habe nicht alles einfach gekonnt, was es ja gibt. Ich weiß nicht, war das bei Ihnen so, dass einfach alles, was Sie angefasst haben, funktionierte? Also das war bei mir gar nicht so. Und als ich dann auf den Ski stand, ich meine, es ist meine früheste Kindheitserinnerung, Skifahren. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich je nicht einfach so gerne Ski gefahren wäre. Und was ist der Kern von Talent? Wenn man mich heute fragt, dann mein Mentalcoach hat diese Definition aufgestellt und die passt für mich total gut. Er sagt, Talent ist die Kombination zwischen einer riesengroßen Motivation, also wie groß ist deine Motivation? Und die kann alles sein. Die kann, wie Sie vorher sehr schön formuliert haben, dieses aus sich rausgehen, diese Freiheit vielleicht vom eigenen Körper sogar sein. Oder die kann auch sein, ich will einfach jedes Wochenende zu oberst auf dem Treppchen stehen. Das ist genau so legitim. Es ist bei jedem anders. Und das andere ist, wie schnell kann ich lernen? Wie schnell kann ich etwas verbessern in einer bestimmten Sparte, oder? Und wenn diese zwei Dinge aufeinandertreffen, das ist eigentlich für mich die Essenz von Talent. Und das habe ich schon gespürt, als ich ein junges Mädchen war. Als ich in den Skiclub kam, war ich eine der Schlechtesten. Meine Eltern waren aus dem Unterland, hatten keine Ahnung vom Skifahren. Aber waren ja groß. Diplomierte Sportler. Ja, also schon, aber sie waren nicht im, also sie hatten viel Ahnung vom Skifahren, aber nicht vom Skirennsport oder so. Und dann habe ich halt extrem schnell Fortschritte gemacht. Im ersten Jahr war ich irgendwo Rang 15 und im zweiten Jahr war ich schon Rang 2. Und dann spürst du schon, okay, etwas ist anders bei mir als bei den anderen. Aber ich weiß nicht, ob das so bewusst war. Sie sprachen jetzt von einem inneren Antrieb und auch von einer inneren Freude. Es gab ja Leistungssysteme, die haben den Druck von außen
genommen und haben gesagt, du bist gut, du machst das jetzt. Da war nicht sehr viel mit innerlicher Entscheidung in der DDR oft, oder? Mhm. Naja, es gab ein knallhartes Selektionsprogramm, ja? Also in den Schulen bereits ganz, ganz früh. Bei mir, weil Sie das jetzt so schön geschildert haben, bei mir war es eher dieses Freisein von der oder Freiwerden oder in den Zustand kommen des Freiwerdens von der inneren Not. So, ja? Also, und ich hatte so eine Energie, ich wäre auch 4-mal um die Welt gerannt, das hätte gereicht. Ja? Also, das, und ich glaube auch, ich hatte vielleicht gar nie wirklich ein Talent, aber das. Einfach, dieser Antrieb war vielleicht ihr Talent. Ja, das war so ein starkes Feuer, oder? Ja, das sie angetrieben hat. Hyperenergie. Und ich weiß eben auch gar nicht. Und ich glaube auch, es gibt in diesem Sport so unendlich viele Erzählungen. Ja? Also es gibt nicht diesen einen Text. Aber mich würde schon immer noch interessieren, und das hat sicherlich mit meinem Blick und woher ich komme, also ich glaube, es gibt auch so ein Psychogramm, was vor dem Sport liegt. Also was sind deine Erfahrungen in als der Familie? Anlagen, Sehnsüchte, die vor der sportlichen Existenz liegen. Genau. Also, und wo du auch viel Energien holst. Also sie schildern es, und das finde ich so sehr schön, dass sie sehr gehalten waren in der Familie. Wenn ich so Geschichten höre von Geschädigten, dann kommen die, ich habe so viel Gewalt in der Familie erlebt, dass ich in den Sport gegangen bin, nur da war die Gewalt noch größer. So, also so, ja, also deswegen, und wenn ich jetzt Steffi Graf oder Boris Becker, die Geschichten, die tiefer liegen oder vor dieser Exklusivkarriere anschaue, glaube ich, war das auch nicht das reine Glück. Ja, das war nicht die Glücksveranstaltung. Also deswegen, die Sache mit dem Talent ist vielleicht am ehesten interessant in der Frage, wer greift da rein oder wer holt sich das Talent? Ja, so. Also, und das finde ich immer einen sehr fragilen Moment. Wie unser Versuch zu ermitteln, was das Lobenswerte und das Kritische, das Schöne, das Gesunde, das vielleicht auch Pathologische an so einem Leistungssportdasein ist. Da gibt es ein Zitat von Ihnen, Frau Giesin, das mich sehr aufmerksam hat werden lassen. Das war so um die 18. Da kehrten Sie zurück von Verletzungen. Und das heißt, da niemand mehr mein Training steuerte, wurde es immer extremer. Das führt ja auch auf die Frage, man gibt viele Erzählungen über Sportler, aber es gibt keine Erzählung, wo man sagt, ich war nie ehrgeizig, ich wollte es nie. Dann werden Sie nicht zum Spitzensportler. Anders gefragt, dieser Ehrgeiz, war der ja schon fast etwas Selbstzerstörerisches für Sie selbst in dem Moment? Absolut, absolut. Das war eine Zeit, in der es für mich wahrscheinlich nicht viel anderes gab als Essen, Aufstehen, Trainieren und Schule. Ich mag mich an nichts anderes erinnern aus dieser Zeit. Und das war irgendwie schon auch dieser verrückten Konstellation geschuldet, dass ich sehr jung, sehr weit vorne war und dann diese Verletzungen kamen und meine Kolleginnen einfach an mir vorbeigezogen sind. Und zwar in Riesenschritten, oder? Und die waren dann nach 2 Jahren, 3 Jahren im Weltcup und ich war noch nicht mal am Start von einem FIS-Rennen. Und dann bricht irgendwie, oder bei mir war es so, war dann halt Panik. Also, dass sie den Anschluss verlieren. Ja, total. Und dann habe ich halt gedacht, ja, wie kann ich das irgendwie wieder schaffen? Ja, ich muss noch mehr trainieren, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr arbeiten. Und ich meine, das war schon so extrem, dass meine Mutter dann morgens um 5 auf der Treppe saß und mich wieder zurück ins Bett gesperrt hat, als ich trainieren wollte. Das war schon extrem. Ja. Manchmal sagt der eigene Körper ja Stopp. Manchmal muss das aber auch jemand anderes tun. Ja. Hat da bei Ihnen jemand Stopp gesagt? Ja, meine Mom. Meine Mutter und meine Physiotherapeutin gemeinsam. Die haben dann schon gespürt, dass es aus dem Ruder läuft. Weil ich war dann zum Mittagessen bin ich nicht mehr nach Hause, weil ich in den Kraftraum ging. Am Abend war ich einfach noch im Training bis 10 Uhr und kam nicht mehr nach Hause. Und das hat dann schon natürlich war es sehr offensichtlich, dass was schiefläuft. Und eben, weil ich auch keinen Coach mehr hatte, der das überwacht hat. Ich war ja nur noch ich selbst. Und das kennen Sie vielleicht auch. Am Anfang, wenn man so hart trainiert, dann macht man riesengroße Fortschritte. Und das bestätigt einem ja dann in diesem verrückten Weg, weil man sagt, ja, jetzt habe ich schon 100 Kilo mehr auf der Beinpresse und so weiter.
Aber irgendwann kommt dann natürlich der Knick, das ist klar. Ja, und das ist auch so ein sehr spannungsreiches Verhältnis zwischen dem, was das System anbietet, und deiner eigenen Monolithik darin. Weil du bist natürlich, ja, du siehst im Grunde von deinem inneren Weg her immer das Treppchen. Ja? Das kann nicht anders sein, sonst würdest du dich nicht so schinden. Dann ist natürlich, also diese Synapse zwischen dem, was das System zur Verfügung stellt, und dir selber, und da entsteht eine ganz merkwürdige Abhängigkeit. Und über diese Abhängigkeitsstrukturen in so Systemen nachzudenken, die sehr missbräuchlich aufgestellt sind, ich glaube, das wäre schon auch nochmal von Wert. Also bei Ihnen, Sie schildern das ja immer als was sehr Individuelles. Ja, so. Ja, weil ich, wie, das ja, ist die ist, total unterschiedliche ja, ja, Erfahrung. Ich absolut. War wie raus aus dem System. Ich hatte gar kein System mehr. Auf dich alleine gestellt in diesem Exzellenz. Ganz genau, weil ich natürlich viel zu schlecht war für das System. Weil wenn du 3 Jahre lang keinen Start machst, dann hast du auch keine Resultate. Dann fällst du aus allen Kategorien und Rahmen raus. Und darum ist das natürlich schon eine total unterschiedliche, fast schon gegensätzliche Erfahrung, die wir erlebt haben. Es gibt aber doch sozusagen im sozialen Leben ja noch eine andere Erfahrung. Wenn man jung als Sportler gut ist, hat man Anerkennung, man hat Beliebtheit, man wird bewundert. Und dann gibt es so eine seltsame Spannung zwischen der Schönheit der Erfahrung und dieser Sucht, das zu sein, was man für andere ist, nämlich ein Sportler, und von den anderen das zu erhalten, was man dafür bekommt, Bewunderung und Anerkennung. Ach, das höre ich immer, aber das habe ich nie geglaubt. Also, weil du bist so in deinem Programm, du schaffst ja auch das Programm fast nicht. Ja? Der Körper ist immer erschöpft, und du bist dann gerade in den End-70er oder Anfang 80er Jahren war die Leichtathletik ja immer noch eine große Nummer. Die Stadien waren noch voll, und du bist aber 17, 18, 19 Jahre und du läufst vor 100.000 Leuten. Das hat dich immer fast verschreckt. Also du wolltest, also Gottes Willen, diese vielen Menschen. Und weil du auch wie in deinem eigenen Programm läufst, du hast ja, das hat natürlich die Spezifik noch mit der DDR gehabt, da waren ja im Grunde wie jeder Bürger war ja irgendwie Weltrekordler. Also insofern hattest du auch nie das Gefühl, du bist erfolgreich. Also ich hatte das gar nicht. Also das ist ganz komisch. Und auch mit diesem Talent oder so, du warst in diesem, der Hochleistungssport in der DDR war ja im Grunde wie die Mauer hinter der Mauer. Also das war ja ein ganz eigenes Karussell, und erst im Danach verstehen wir, das ist gehandelt worden und auch praktisch umgesetzt worden wie ein Staatsgeheimnis. Ja, so. Und was bedeutet das, so ein System, was so nach innen verkappt ist, wo null Informationen weder an die Betroffenen, aber auch nicht nach draußen kommen sollten. Und also das aufzudröseln und für die Betroffenen, also um die es ja geht am Ende des Tages, bezahlt ja immer der Athlet den Preis für das alles. Ja. Da auch heute wie wirklich grundsätzliches Wissen für sie herbeizuholen aus den Akten, und das war es, das, wo ihr drin gesteckt, das ist immer noch, da sind wir immer noch befasst damit, also mit der historischen Auswertung so einer extremen Blaupause für so einen üblen, auch kriminellen Sport. Es war ja kriminell, es war ja ein Verbrechen, es war ein Staatsverbrechen. Hm. Dieses Staatsverbrechen folgt ja einer Logik, eigentlich der Logik, der Sport selbst folgt. Höher, weiter, stärker, einer Logik der Übersteigerung. Kann man eigentlich sagen, dass das Doping als künstliche Übersteigerung der Leistungsgrenzen in der Logik des Sports selbst angelegt ist? Absolut, ja klar. Also das ist praktisch wie der gordische Knoten auch. Und ich persönlich freue mich immer für jeden, der da dran vorbeigekommen ist. Harte ist ja, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, was die Systeme, also die Anti-Doping-Systeme angeht, was die NADA und was die WADA im Grunde testen, und also dieses Verhältnis zwischen Test und der Realität des Sportes, da klafft einfach ein riesiges Erzählloch, und dieses Erzählloch ist eben immer zu Lasten der Athleten. Ja, so, also und das ein Stück weit wenigstens, es wird es nie 100% sein, aber wenigstens so zu schließen, dass die Athleten selber, die Aktiven, wissen, in welchem Hochrisikogeschäft sie sich befinden in der Zeit,
in der sie ihren Sport machen. Also so viel Aufklärung wenigstens müsste sein, aber da wird ja doch einiges getan, dass das nicht passiert. Man kann sich ja fragen, ob man heute Olympiasieger werden kann in der Leichtathletik, ohne gedopt zu sein. Eine Frage, die sich im Skisport so gar nicht stellt für Sie? Ich glaube, etwas sehr Unterschiedliches ist, dass wir keine Weltrekorde haben. Ich glaube, das ist was Essentielles. Im Skisport gibt es keine Weltrekorde. Es gibt Statistiken, wie viele Siege hast du gewonnen und so weiter. Aber es gibt nicht diese Zeit, die bei jedem Rennen unten eingeblendet wird. Das ist die Bestmarke aller Zeiten. Das gibt es bei uns nicht. Was in meinen Augen schon mal ein Unterschied ist, weil du nie mit der Generation vor dir oder zwei Generationen vor dir oder drei Generationen vor dir gemessen wirst. Du wirst nur mit der aktuellen Generation gemessen. Und dann sind wir eine Sportart, und das hat mit Ethik nichts zu tun. Wir sind einfach eine Sportart, in der die wissenschaftliche Lage sehr ungeklärt ist. Wir wissen gar nicht, was dich wirklich schnell macht. Ich meine, wir haben große, kleine, dicke, dünne, wir haben alles in unserer Sportart. Auch muskulär jetzt nicht, dass man da sagt, eine gewisse Muskeldichte ist schon gut fürs Gleiten. Ich weiß, oder? Es gibt so einen Minimal-Maximalkraftwert, aber den erreichst du auch ohne Doping. Also aber das ist nicht glauben was. Glauben Sie, dass Ihre Sportart im gelobten Land ist? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist möglich. Das war die Frage. Ist es möglich, Olympiasieger zu werden in unserer Sportart ohne Doping? Ja, das bin ich überzeugt. Sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Aber natürlich gibt es auch die dunklen Flecken, es gibt die vielen Verletzungen. Wie kommt man aus dieser Phase wieder zurück? Wie schnell kommt man aus dieser Phase zurück? Da würde ich auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich sage einfach, bei uns, hat nichts mit gelobtem Land zu tun. Ich sage nur, bei uns, wenn du ein gut austrainierter Athlet bist, und das geht auch ohne Doping, was man braucht, dann bist du eigentlich fast ein bisschen doof, dieses Risiko einzugehen, weil es auch ohne geht. Das meine ich damit. Wir haben Athleten, die sind nicht mal an ihrer Leistungsgrenze und gehören zu den Besten in ihrer Disziplin. Und dann bist du wie nicht gezwungen, in ein solches System zu gehen. Und das Risiko ist ja enorm hoch, wenn man sich in ein solches System bewegt, freiwillig, außerhalb eines Systems auch dann erwischt zu werden. Und das ruiniert ja dann auch eine ganze Existenz. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die Auswirkungen für einen Athleten, wenn er erwischt wird, sind schon auch als Mensch unheimlich groß, in meinen Augen. Ich hätte aber bei Ihrer Sportart noch mal eine andere Frage. Also wenn ich 100 Meter laufe, dann bin ich auf meiner Bahn. Da kann mir eigentlich rechts und links nicht so viel passieren. Ja? Ich laufe durch, kann mich verletzen, ja? Also Muskelriss oder so. Aber bei Ihrer Sportart, wenn ich das anschaue, ich kann es manchmal schon fast gar nicht anschauen, habe ich so das Gefühl, das ist ja immer wie so ein leichter Todesritt, oder? Ja, das ist dann aber ganz ein anderes Thema. Ja, es ist ein anderes Thema schon, aber ich frage es von der Psyche her, ja? Also diese Bereitschaft, wie immer durch diese Öse zu fahren mit dem Wissen, ich weiß nicht, ob ich unten ankomme. Frau Giesin, weil wir das vorbereitet haben, ich hoffe, es ist Ihnen nicht unangenehm, nur um die Gefahren noch mal kurz vor Augen zu führen. Wir haben Sie hier in einem Rennen, in dem Ihnen selbiges widerfahren ist. Nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Ein Sturz von Ihnen, der relativ dämpfig, muss man sagen, ablief. Aber diese Frage, die ist ja schon eine interessante. Die Intensität, hat die immer auch was mit Gefahr und damit auch mit Todessehnsucht zu tun? Die Intensität ist sicher sehr hoch. Und die Marge für einen Fehler ist sehr klein. Also ich habe diese Szene etwa 100 Mal angeschaut und ich bin bis heute nicht ganz schlüssig, was genau der Fehler war. Er war sicher da, aber es ist nicht eine bewusste große Überschreitung dieses Limits, die dann zu einem solchen Sturz führt. Das ist eine ganz, ganz kleine Überschreitung. Und man bewegt sich auf diesem Grat und das ist einem auch bewusst. Das ist klar. Ich meine, ich war ein kleines Mädchen, als der schwere Sturz von Uli Meier stattfand. Und wir haben alle Kolleginnen und Kollegen auch verloren. Und das ist sicher ein Teil meiner Sportart, der sehr dunkel ist. Und dieses Gefühl, dass man halt diesen Fokus nicht nur wegen der Leistung hinbringen muss, sondern auch
ja, um heil ins Ziel zu kommen. Es geht um mehr als nur, ob du Erste, Zweite oder Dritte bist. Das ist schon so, ja. Ich will mal was sagen, was vielleicht gegen die Intuition geht. Aber es ist doch auch etwas sehr Schönes, Menschliches, sich bewusst in Erfahrungszonen begeben zu können, die ganz intensiv sind, die todesnah sind. Das ist doch auch eine Wahrheit über unsere Art, dass wir diese Spitzen der maximalen Gefahr und des Beherrschens suchen. Und im Sport tun wir das ganz, ganz, ganz eminent. Ja, deswegen bin ich 100 Meter gelaufen. Ja, also ich meine, man muss das ja nicht nur pathologisieren. Man kann sagen, nein, wir sind Menschen, wir suchen das. Es geht um die Frage, also weil Sie sagen es ja sehr genau. Es geht am Ende des Tages wirklich um Leben oder Tod. Ja. Und das hat die Sportart, das haben auch andere Sportarten. Und das wollte ich einfach nur wissen, wie Sie überall, Sie leben ja dann über Jahre, ja, mit dem, in diesem Zustand, ja, in diesem Zustand. Also das, was das, also wir haben von Amplituden gesprochen, aber was das eben auch macht und ob Sie nicht heute sagen, ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr fahre. Ich glaube, also heute bin ich froh, dass ich nicht mehr fahre, vor allem in meinem Zustand, weil jetzt ich einfach mit den Kräften nicht mehr umgehen könnte. Und man wird ja auch an diese Intensität herangeführt, von klein auf. Mhm. Wenn ich heute, also man vergisst jetzt die Angst? Vergisst man sie wirklich? Man vergisst, ich glaube nicht, dass man sie vergisst, aber man wird langsam daran gewöhnt und man hat natürlich auch Fähigkeiten, die jetzt ein Normalsterblicher nicht hat. Also wenn ich heute einen Sprung wie die Kunstturner machen möchte über dieses Pauschenpferd, das wäre für mich auch lebensgefährlich, weil ich auch nicht dafür trainiert bin, oder? Das ist, glaube ich, schon auch dieses Herantasten an dieser Grenze. Aber dass man sich an einer Grenze befindet, das habe ich sehr, sehr oft sehr nah erlebt. Es gibt ja diese schöne Formulierung von Ihnen auch. Es gibt Momente, in denen du die Kontrolle abgeben musst und Vertrauen haben musst. Diese Momente sind im Skisport, stelle ich mir vor, besonders eminent, weil das Gelände, die Natur einem zum Kontrollverlust bringt. Und dann gibt es eine Zone, in der man wahrscheinlich wirklich schnell ist, aber auch nicht mehr vollkommen Herr seiner selbst und des Geschehens, oder? Das ist ja die Magie dieses Sports, oder? Also diese Osmose zwischen Landschaft und Gegebenheiten und dem, was Sie darin tun, oder? Ja, weil es ist ja auch nicht meine Kraft, die mich antreibt. Es ist eine andere Kraft, die mich antreibt. Und eigentlich ist es auch ein bisschen hingeben in diese Kraft und ein Zulassen, dass diese Kraft mich den Berg runtertreibt. Und Sie haben vorher Ihre Motivation so schön geschildert. Und für mich war genau dieser Moment, dieses Gefühl des Loslassens und des, für mich war es Freiheit, pure Freiheit, wenn ich so einen Lauf am Limit fahren konnte. Nicht darüber, aber halt am Limit, so wie in Sochi oder wie in Zauchensee. Das war halt die pure Freiheit. Und das war meine Motivation. Und ich lese momentan gerade Ihr Buch und das hat mich schon sehr auch zum Nachdenken gebracht, wie in anderen Zeiten eine solche Erfahrung anders gewertet wurde, wie man in dieser Phase zwischen den Weltkriegen ja auch darüber nachgedacht hat, wie ein so intensiver Moment, das waren sehr todessehnsüchtige Zeiten und ja, extreme Zeiten, entstehen kann. Und heute sind wir in einer Zeit, in der wir sehr sicherheitsorientiert sind. Aber der Punkt ist ja, dass Freiheit immer das Gegenteil ist von Sicherheit. Freiheit ist ein schönes Stichwort. Es gibt nämlich ein Beispiel einer Olympiade, die in höchster Unfreiheit vollzogen wurde, aber Momente größter Freiheit hervorgebracht hat. Sie zeigen den Lauf von Jesse Owens 1936, 3. August 16:58 Uhr. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosendorf kämpft sich heran. Mittelpunkt, Ziel, Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owens. Über die politischen Aspekte und Verwerfungen wäre vieles zu sagen, eine eigene Sendung. Was mich an dieser Aufnahme besonders fasziniert, ist, dass Jesse Owens in diesem Lauf, wie soll ich sagen, die Mechanik des Rennens selbst auszusetzen scheint und eine Freiheit seines Körpers erfindet. Der Körper läuft irgendwie einfach nur noch. Es ist nicht so, dass er sich anstrengt. Er wirkt extrem entspannt in dem, was er tut. Haben Sie im Rennen selbst auch das Gefühl, dass selbst da die Kontrollaufgabe einen Moment
ein Ziel ist? Naja, das meinte ich mit diesem Fluchtmoment, ja, aus dem Körper. Du hast wie so eine helle Mitte, ja, und die beschleunigst du so, dass du ja wie aus dir herausgehst, so. Und das hat was sehr Magisches, also was sehr Glückliches, was sehr, und überdies auch die vielen kaputten Geschichten, die ich nach dem Sport auf den Tisch bekommen habe, die Basis ist immer das, die Bewegung, die Freude an der Bewegung, warum man überhaupt in diesen Sport geht, die Freude, den Körper zu entdecken, ich glaube an dieses Ursprungsmoment. Also ich bin ja auch gar nicht, ich sitze nicht hier, um den Sport zu verteufeln, sondern einfach nur zu sagen, in diesen Sport gehört die Nacherzählung mit hinein, die eben oft genug dunkel ist. Und der Sport ist nicht allein das Glanzmoment, nicht nur, wenn die Kameras an sind oder wenn die Goldmedaille dir umgehängt wird, sondern ich glaube, der Sport wäre ein Stück humaner, wenn wir es schaffen würden zu einer ganzen Erzählung, von Anfang bis Ende. Diese Erzählung der hellen Mitte, wunderbare Formulierung, die jeder Sportler finden muss, die ändert sich ja gerade, und die Daten und die Erfassung des Athleten spielt da eine größere Rolle. Haben Sie derzeit das Gefühl, auch von Ihrem Hintergrund der Schweizer Sporthilfe, dass sich die Idee dessen, was es heißt, ein Athlet zu sein und wie man ihn fördert, fundamental ändert im Moment? Da bin ich schon sehr nahe bei Frau Geipel. Ich glaube nicht, dass wir über einen komplett rationalen Ansatz den perfekten Athleten kreieren können. Ich glaube, dieses Menschsein, dieses Licht oder dieses Feuer wird immer ein unheimlich wichtiger Bestandteil sein einer großen Leistung. Und das kann ein bisschen größer oder kleiner sein, das ist dann wieder sehr individuell. Ich glaube nicht an diesen perfekten Ansatz im Sport. So rational, wie ich sonst bin, aber im Sport glaube ich nicht daran. Vielleicht ist das falsch. Ja, aber diese Verdatung, ja, die jetzt ansteht oder die jetzt sozusagen den Zukunftskörper ausmachen soll, also das muss man schon anschauen, ne? Also weil das natürlich auch nicht nur, es ist ja nicht nur die Kontrolle von außen, sondern da startet ja auch wieder dieses Moment der Selbstkontrolle. Also wenn du wie von früh an bis abend alles immer nur abnehmen kannst und musst von dir, dann bist du auch schon wieder in so einem Suchtmoment. Ja? Dann bist du auch schon wieder in dieser Engführung, und ich glaube, der Sport kann nur funktionieren, wenn du mit dir so weit wie möglich, also die Auslegeordnung im Hinblick auf dich und dein Leben und diese Zeit im Sport, die muss so weit wie möglich bleiben, sonst ist das Ganze ohne Wert. Also wenn man jetzt mit Trainern zum Beispiel im Fußball spricht, die sagen, das Verhalten der jungen Spieler hat sich geändert, die wollen die Daten haben, die fragen danach, ja, die wollen nichts von heller Mitte hören, sondern die wollen sagen, was ist mein Wert und was kann ich da besser machen. Aber das meinte ich mit der Selbstkontrolle, und wenn das anfängt, dann bist du wirklich, dann bist du im Zustand des abhängigen und auch des kontrollierten Körpers, ob es nun von innen oder von außen geschieht, und dann bist du dein eigener Knecht oder der Knecht kommt von außen, es ist egal, aber es wird eine Verlustgeschichte sein. Also sehen Sie auch die Gefahr in Zukunft, dass man durch die Datenerfassung fast ein neues Zwangskorsett schafft, das die Athleten für sich selbst auch als verbindlich annehmen? Absolut, absolut. Und man schafft einen Rahmen. Aber die Idee für mich des Spitzensports war es eben immer, Rahmen zu sprengen. Ich wollte ja immer weitergehen. Und darum sehe ich das sehr kritisch. Also aber das ist sehr individuell. Eben. Aber Sie betreuen ja auch teilweise jetzt Ihre Schwester, die noch im Weltcup-Zirkus ist. Zirkus ist ja auch so ein Begriff im Weltcup. Fährt. Haben Sie das Gefühl, dass sie zum Beispiel viel mehr auf Daten schaut? Die ist ein paar Jahre jünger und hat da vielleicht ganz andere Prägungen? Nein. Also der Preis geben. Ja, das, eben, ich denke, das kann Michelle am besten selbst beantworten, aber so wie ich sie empfinde, nicht. Und ich spüre auch, wenn ich gerade dabei bin und diese nächste Generation sehe, schon auch das Gegenteil. Ich spüre schon auch viel Lust
auch wieder aus diesem neuen Rahmen auszubrechen und vielleicht das Telefon wieder mal auf die Seite zu legen oder diese Gegenbewegung findet schon auch wieder statt. Aber es gibt natürlich schon, ich meine, ich höre Coaches, die sagen, die Jungen, die machen nicht mal mehr Streiche, ich muss am Abend nicht mal mehr Zimmerkontrolle machen, weil alle sitzen nur da und starren in ihre Smartphones. Das ist schon auch Realität und man darf die Augen nicht davor verschließen. Ich denke aber, wenn man den Sport in einem Idealbild sehen möchte, dann wäre ja gerade diese Auseinandersetzung mit diesem Zustand und ob das wirklich was ist, was mich weiterbringt oder nicht, wäre eine entscheidende Lektion für jede und jeden Einzelnen. Vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt ein extrem talentiertes junges Mädchen oder ein Junge zu Ihnen kommt, 10 Jahre alt, die Eltern, und Sie wollen von Ihnen beiden wissen, worauf habe ich in der Ausbildung meines Kindes und meiner eigenen Ausbildung auf diesem Weg am meisten zu achten. Was würden Sie da sagen? Maximale Information, maximales Wissen, habe ich vielleicht vorhin schon antönen lassen, aber also dieser Zustand, der ist ja auch als Erfahrung so geblieben, wo ich sagen würde, entzogenes Wissen ist das grausamste Wissen. Ja, und in dem Moment, wo du selber entscheiden kannst, will ich das hier oder will ich das nicht, glaube ich, das ist schon die halbe Miete. Und das würde dem Sport auch gut tun, so eine souverän, ein bisschen autonom Athleten. Ja. Bei Ihnen? Ja, dem würde ich mich gerne anschließen. Und ich fand dieses Bild der Auslegeordnung schön. Also, dass man halt wirklich möglichst breit sich Gedanken macht, wo geht dieser Weg hin, was möchte ich damit überhaupt erreichen für mich selbst, aber eben auch innerhalb der Familie, weil wir haben auch ganz viele Kids, die Eltern haben, die eben keine Ahnung haben vom Spitzensport und dieses Wissen auch nicht mitbringen. Und darum finde ich das schon auch extrem wichtig. Ja. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie nicht nur erzählt, sondern auch verkörpert haben, was ein sportliches Dasein sein kann und wohin es führen kann. Vielen Dank, Frau Giesin, Frau Geipel, dass Sie heute hier waren. Danke vielmals. Und nun folgt in der Sternstunde Kunst eine Dokumentation über den österreichischen Künstler Christian Eisenberger, die der Frage nachgeht, was es bedeutet, jeden Tag einmalig sein zu müssen und was dieses Streben mit dem Kunstmarkt zu tun hat. Bleiben Sie also dran, vor allem aber denken Sie weiter.